Shalom, Shalom. Herzliche Grüße aus Uganda. Ja, es war jetzt ein wenig ruhig mit den YouTubes, aber ich habe sehr viele YouTubes gemacht für Botschaften, für Gemeinden und für Frauentage. Und die bekommt ihr jetzt der Reihe nach auch auf YouTube, weil sie gesendet wurden. Aber heute möchte ich sprechen über etwas, was so einfach ist und trotzdem übersehen wir es so oft. Wisst ihr, dieses Evangelium ist so einfach, dass es ein Kind verstehen kann, aber auch ein weiser Mensch sehr dadurch gewinnen kann. Ja, wenn ich die Leute frage, was ist das wichtigste Wort in der Bibel? Da kommt immer Liebe, Geld, Jünger. Alle diese Worte stimmen. Das ist ein ganz kleines, ziemlich unbedeutendes Wort, das unser ganzes Sein bestimmt. Und zwar das Wörtchen wenn. Wenn wir tun, was Gott zu jedem von uns sagt, dann wird er tun, was er verheißen hat. Ihr Lieben, das ist sowas von simpel. Genauso wie es heißt, wenn wir Vater und Mutter ehren, dann werden wir lange leben und es wird uns gut ergehen im Leben. Diese Wenns zu übersehen, ist sehr, sehr kostspielig im Leben. Und immer wieder, wenn es bei mir irgendwo klemmt im Leben, dann sage ich, lieber Gott, wo habe ich ein Wenn übersehen? Und er zeigt es mir einfach dann, immer wieder. Ja, also, nämlich wenn du nicht hast, was er verheißt, dann tust du wohl nicht, was er dir sagt. Gehorsam ist alles. Gehorch. Im Deutschen so ein schönes Wort. Wir sollen gehen und permanent auf Gott hören zur selben Zeit. Wir müssen uns Bewegung setzen. Aber dann horchen, mit jedem Schritt. Und mit meiner kleinen Tochter, die ich hier in Afrika von Gott geschenkt bekommen habe, war das für mich sehr früh ein Ziel, ihr zu erkennen geben, wie sie mir zeigen kann, dass sie mich liebt. Schon sehr früh habe ich ihr beigebracht, der einzige Weg, dass du mir zeigen kannst, dass du mich liebst, ist, wenn du mir gehorchst. Und da hat sie aber sie dann immer wieder gefragt, wenn sie schlimm war, wie kannst du der Mama zeigen, dass du sie lieb hast, wenn ich gehorche? Amen. Was sagt uns da Jesus dazu? Im Johannes 14, 23. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn das nicht eine Verheißung ist. Aber wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, im Deutschen das wunderbare Wort, gehorch, gehorch. Als ich dann diesen Zusammenhang entdeckt habe, war es mir wichtig, keines dieser Wenns mehr zu übersehen. Und immer wenn es irgendwo klemmt bei mir im Leben, sage ich, Herr, wo habe ich ein Wenn übersehen? Wo habe ich meinen Teil versäumt, den ich beitragen soll, damit du Wunder wirken kannst? Und dann zeigt er es mir immer. Also ich bin überzeugt, zutiefst überzeugt, Gott ist ein Gott der Liebe. Und ein Gott der Liebe will dich segnen ohne Ende. Aber einen Teil müssen wir dazu beitragen und den finden wir bei den Wenns. Schauen wir mal in Jesaja 1, 19 bis 20. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Und ihr Lieben, es heißt hier, wenn ihr auf mich hört, hört auf Gott. Nicht auf alle Kanäle, die uns anordnen wollen, wie wir uns zu verhalten haben. Wisst ihr, es gibt auch, wir sollen uns unterordnen, wir sollen gehorchen, aber da gibt es auch eine Grenze. Zum Beispiel heißt es, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Ja. Hätte mir mein Mann je gesagt, nehmen wir den Fall an, ich wäre schwanger und er sagt, wollen wir nicht das Kind, das treiben wir ab. Hätte ich gesagt, ich bin gehorsam, ungehorsam. Jesus würde das nie von mir verlangen. Ich werde es nicht tun. Und das ist Gehorsam Gott gegenüber.
Und so haben wir auch Entscheidungen gegenüber den Staaten, gegenüber unseren Vorgesetzten. Das Kadavergehorsam hat Gott nie vorgesehen, sondern Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Und Gott ist die Wahrheit. Also wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann ist es natürlich auch unser Auftrag, ihm zu gehorchen. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, bereitwillig, nicht mutwillig, nicht unwillig, wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr die Früchte des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, werdet ihr durch das Schwert umkommen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Also, wenn wir ihn aufnehmen, dann heißt es, ich nehme ihn auf, weil ich ihm mein Leben jetzt anvertraue, weil ich ihm Glauben schenke. Ich meine, keine Frau würde einen Mann heiraten, dem sie nicht Glauben schenken kann. Und wenn sie ihm Glauben schenken kann, dann kann sie ihm auch vertrauen. Ich frage oft bei Predigten, in wessen Hand liegt dein Leben? Ja, und dann kommt immer wieder die christliche Antwort, in Gottes Hand. Sage ich, nein, in deiner Hand. Deine Entscheidungen täglich bestimmen, wie du mit Gott zusammenarbeitest. Er braucht dich und du brauchst ihn. Wir sind in einer Interdependence. Wir sind voneinander abhängig. Gott ist von deinem Gehorsam abhängig und du bist von seinen Verheißungen abhängig. Im Alten Testament finden wir viele solche Wenns. Hier habe ich nur ein paar Beispiele. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Dient ausschließlich dem Herrn, eurem Gott. Wenn ihr das tut, werde ich euch mit Nahrung und Wasser versorgen und Krankheiten von euch fernhalten. Also die erste Schriftstelle, wenn ihr mir gehorcht und den Bund haltet, ist in 2. Mose 19,5. Der nächste ist in 2. Mose 23,25. Dann in Psalm 18,14. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. In Psalm 41,2. Glücklich ist, wer für die Armen sorgt. Wenn er in Not gerät, dann rettet ihn der Herr. Also ihr Lieben, die Bibel ist voll mit dem Alten Testament, da schauen wir im Neuen Testament. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Matthäus 6,14. Ihr Lieben, wenn wir nicht vergeben, bekommen wir auch keine Vergebung. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Darum hat der Herr Jesus am Kreuz gesagt, eines seiner letzten Worte, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Selbst denen, die nicht wissen, was sie tun, sollen wir vergeben. Dann heißt es, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Lukas 9,23. Dann in Johannes 15,7. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Können wir so sagen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Dann Römer 3,25. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Dann in Römer 8,6. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, dann bedeutet das Leben und Frieden. Kolosser 3,25. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen, denn Gott bevorzugt niemanden. Also, Gott segnet uns gemäß unserer Reife im Glauben, gemäß unseres Wachstums in ihm, gemäß unseres Vertrauens in ihm. Aber was meine ich damit? Hätten meine Kinder zum Beispiel mit 10 Jahren ein Motorrad gewollt, hätte ich ihnen gesagt, das ist nicht, die Zeit ist noch nicht reif. Einen Roller kriegst du oder ein Fahrrad, aber kein Motorrad. Ich bin überzeugt, dass es bei Gott eine richtige Zeit für alles gibt. Das steht ja auch schon im Prediger. Im Prediger 3,1,
Alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Zeit. Und da, ihr Lieben, machen wir oft sehr große Fehler, weil wir entweder zu schnell sind oder zu langsam. Wir sollen in dem Joch mit Jesus bleiben. Und wenn das Joch drückt, dann hängst du entweder zurück oder treibst du nach vor. Die richtige Zeit abzuwarten ist sehr wichtig für alles. Und schon im Mutterleib hatten wir eine wunderbare Berufung empfangen. Jeder von uns hat eine Berufung. Und jetzt befindest du dich mehr oder weniger in der Vorbereitungszeit, um in diese Berufung durchzubrechen. Und jetzt hat aber in dieser Vorbereitungszeit, ist Gott so gnädig, er hat zwei Geschwindigkeitsstufen, langsam und sehr langsam. Und wisst ihr, oft kommen wir immer wieder in die gleiche Situation. Und da habe ich mich schon gefragt, Herr, warum muss ich dauernd wiederholen? Hat er gesagt, weil du nie die Lektion lernst. Du wirst nie durchfallen, aber du darfst wiederholen. Und manche wiederholen zu oft. Amen. Aber wenn dann unser Charakter mit der Berufung, die Gott in unserem Leben hat, übereinstimmt, dann kommen wir auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes. Und wo es dir vorher zu langsam war, wird es dir jetzt zu schnell. Da garantiere ich dir, wenn du auf die Autobahn der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes kommst, dann sagst du oft, langsam, bitte langsam. Zum Beispiel zur Zeit tut sich so viel in unserem Werk in Afrika. Türen öffnen sich, also Visionen gibt der Herr, Leute bringt er dazu, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und meine Mitarbeiter sagen schon, Mama, bitte langsam, sage ich, wir werden in Gottes Geschwindigkeit fließen. Und Gott hat große Pläne für dich, aber er will dich schützen, weil er nicht möchte, dass du in die Irre gehst. Denn mit deiner Berufung gehen enorme Segnungen einher und die Frage ist, wie du mit ihnen umgehst. Wenn Gott nicht mehr deine erste Liebe ist, wird der Segen zum Problem. Dann klammerst du dich an den Segen und nicht mehr an den Herrn. Du musst an einen Punkt kommen, wo deine erste Liebe die Beziehung zu Gott ist. Dann kann er dir alles andere anvertrauen. Sobald etwas dich abzieht von der ersten Liebe, wird es für dich gefährlich, für deine Berufung. Kannst du glauben, dass Gott große Pläne mit dir hat? Wie gehst du mit den Segnungen Gottes um? Hängst du mehr an ihnen als an Gott? Wie geht es dir in deiner Beziehung zum Herrn? Kannst du ihn in allem an die erste Stelle setzen? Das ist die Frage. Ihr Lieben, Gott möchte so Großes mit dir tun. Und zwar, eigentlich ist er in den Schwächsten am mächtigsten. Denn die wissen von Anfang an, ich muss Gott vertrauen, weil ich bin's, ich hab's, ich kann's nicht. Und da möchte ich jetzt weitersprechen über den Segen von Gehorsam. In Mose 28, 1 bis 2 lesen wir. Eine großartige Wenn-Bibelstelle finden wir im 5. Mose 28. Mose ruft das gesamte Volk Gottes dazu auf, Gottes Geboten Gehorsam zu leisten. Dabei führt er ihm vor Augen, welcher Segen verheißen ist, aber auch welcher Fluch auf dem Ungehorsam folgt. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, und wisst ihr, es heißt hier, Gott gehorchen. Gott gehorchen. Nicht den Pastoren gehorchen, nicht der Regierung gehorchen. Wenn die Regierung und die Pastoren mit Gott in Einheit sind, jawohl, gehorchen. Wird der Herr, euer Gott, euch über alle Völker der Welt setzen? Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Das könnt ihr ja im 5. Mose 28 lesen. Ich spreche jetzt nur über die ersten zwei Schriftstellen oder die ersten Schriftstellen dort. Von 5. Mose 28, 3 bis 14. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren bei euren Schaf- und Ziegen- und Rinderherden. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen, und mit Brotkörben, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt, und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht.
Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Der Herr wird bei euch allem, euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch ein Land, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt, seinem, wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Dann werden alle Völker der Welt sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und werden sich vor euch fürchten. Der Herr wird euch in dem Land, das er euch gibt, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, ein Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, unzählige Jungtiere und reiche Ernten. Der Herr wird seine Schatzkammer, den Himmel, für euch öffnen, um es zur rechten Zeit regnen zu lassen und um all eure Arbeit zu segnen. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, aber selbst nie etwas von ihnen borgen müssen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Ihr dürft von keinem einzigen Gebot, das ich euch heute gebe, abweichen. Lauft keinen anderen Göttern nach und verehrt sie nicht. Ihr Lieben, das hört sich alles super an, oder? Viele dieser Verheißungen nehme ich regelmäßig in Anspruch. Vor kurzem habe ich mit einer Viehzucht in Afrika begonnen, privat. Ganz groß auf den Stallungen steht der Vers, wo es um die Tierherden und den Segen Gottes geht. Und jedes Mal, wenn ich mich ins Auto setze, zitiere ich den Vers, sage ich: Vater, danke, dass du mein Eingehen und Ausgehen segnest. Und ich kann Gottes Schutz wirklich gebrauchen, wenn ich unterwegs bin, gerade bei den manchmal gewöhnungsbedürftigen Straßenverhältnissen in Afrika. Aber Mose spricht noch weiter: Den Verheißungen folgen Flüche. Wenn ihr jedoch dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht und seine Gebote und Vorschriften, die ich euch heute gebe, nicht gewissenhaft befolgt, werden euch folgende Flüche treffen. Das lesen wir in 5. Mose 28, 15. Und ich werde hier nicht vorlesen, die kannst du selber vorlesen. Die Flüche sind von Vers 16 bis 68. Ihr Lieben, bitte, bitte, geht vor Gott und fragt euch, ob die Gesetze, die in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden, ob die wirklich aus dem Herzen Gottes kommen oder aus einer anderen Quelle. Ich bitte euch, durchforscht einmal die geistliche Welt im westlichen Raum. Das sind Ohrfeigen in das Gesicht Gottes. Und erst wenn die rückgängig gemacht werden, wird der Herr unser Land sofort heilen und uns wieder segnen. Aber wir haben durch die Gesetzgebung, die sich total gegen das Wort Gottes erhebt und dem Wort Gottes widerspricht, haben wir uns versündigt und Flüche auf uns gezogen. Und die erleben wir jetzt. Denn der Mose sagt: Den Verheißungen folgen Flüche. Wenn ihr jedoch dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht und seine Gebote und Vorschriften, die ich euch heute gebe, nicht gewissenhaft befolgt, werden euch folgende Flüche treffen. So wie Gott das Volk Israel hier vor die Wahl stellt, entscheidest auch du, welchen Weg du gehen willst. Willst du Gott gehorchen oder nicht? Vielleicht fragst du nun, wie du überhaupt wissen sollst, wie ich in jeder einzelnen Situation seinen Willen erkenne. Jesus hat uns alle Gebote in einem Doppelgebot der Liebe zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wen? Den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Und das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, 37 bis 39. Ihr Lieben, wenn wir Gott mit ganzem Herzen lieben, also das heißt, wir sind hundertprozentig Christen, dann werden wir nicht tun,
was dem Wort Gottes widerspricht. Und das hat mit Nächstenliebe nichts zu tun. Das ist Menschenfurcht. Wenn du im Licht dieser Worte wandelst, dann hast du Segen über Segen. Und ich kann euch sagen, wir erleben Segen über Segen. Nur ein Beispiel. Als dieses Gender Movement nach Uganda sich eindrängen wollte und sie unsere armen Buben kaufen wollten für die Prostitution, ging unser Präsident ins Fernsehen und sagte, ihr lieben Mitbürger, Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen und das hat bestens funktioniert. Der restliche westliche Mist ist nicht afrikanisch. Das ganze Volk war vereint, selbst die Opposition. Und ich glaube, ihr Lieben, dass deshalb trotz allen Problemen so ein Segen auf diesem Land liegt und ich mich hier so wohlfühle. Hier gibt es noch gottesfürchtige Menschen. Also, dann heißt es in Sprüche, jetzt weiß ich nicht mehr genau, muss ich nachschauen. Der Lohn der Demut und Ehrfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre und Leben. Demütig sein heißt nicht, sich selbst klein zu machen, sich selbst herunterzusetzen, sondern Gott groß zu machen. Und je größer dein Gott wird, umso kleiner wirst du, das garantiere ich dir. Und Gottesfurcht heißt, ich respektiere die Ordnungen Gottes. Ja, ich muss euch sagen, ich bin schon einige Jahre nicht mehr in einigen Gemeinden in Deutschland eingeladen worden, weil ich zu fundamentalistisch bin, sage ich jawohl. Ich habe ein Fundament, das Wort Gottes und Jesus Christus. Auf welcher Sandkiste stehst du? Ich stehe auf dem Felsen. Also, ihr Lieben, Gott möchte, dass er uns segnen kann. Aber wir sind auf die Bremse, weil wir nicht tun, was er sagt. Gott möchte dich segnen ohne Ende, ich garantiere dir es. Und wofür ist aber all dieser Segen? Einfach damit es uns gut geht und wir glücklich sind? Nein, wir dürfen uns freuen. Aber letztendlich will Gott dich segnen, um ein Segen zu sein. Und da bitte ich dich jetzt, besonders in der westlichen Welt, frage Gott, was habe ich noch, was zum Segen werden kann für andere? Und dann fang an zu geben. Der Segen ist nämlich niemals für uns alleine gedacht. Wir sollen ihn dort nicht horten, sondern weitergeben. Und diesen Segenskreislauf sehen wir schon bei Abraham, zu dem Gott sagte, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wisst ihr, Gott hat mir neulich einen Titel gegeben für ein neues Buch. God chooses nobodies to make somebody out of them for everybody. Also Gott sucht Menschen, die sich eigentlich nichts zumuten, um aus ihnen etwas zu machen, für alle zum Segen zu werden. Wir finden uns zurzeit in einer Zeit des totalen Umbruchs. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Dann ist auch Gold nichts mehr, denn das kann man nicht essen. Lass uns deshalb in himmlische Schätze investieren. Matthäus 19, 21. Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ich kann euch nicht sagen, wie Gott mich gesegnet hat, seit ich alles in den Dienst der Armen stelle. Das heißt nicht, dass es mir schlecht geht. Mir geht es sehr gut. Mir geht es sogar sehr gut. Aber mit mir geht es Tausenden von anderen sehr gut. Und Tausende von anderen haben sich mir angeschlossen, ein Segen zu sein. Und dadurch sind wir jetzt aus der Gnade Gottes das größte Werk in Uganda geworden. Und ich kriege fast jede Woche ein E-Mail von Nationen in Afrika. Gerade letzte Woche hatte ich ein E-Mail von Nigerien. Schrieben sie mir, Mama Maria, dein Werk heißt Vision für Afrika. Wir sind auch in Afrika, in Nigerien. Komm und
fang das gleiche Werk bei uns an. Geh nicht in den Norden, dort ist Krieg. Wir werden dir helfen, im Süden anzufangen. Und so haben schon bestimmt 7, 8 Nationen uns gefragt, ob wir nicht in die anderen Nationen gehen. Und wir werden gehen. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht voll reif. Den wird Gott uns zeigen. Ich glaube, wir müssen zuerst hier in Uganda auf ganz eigene Füße kommen. Ja, also wir finden uns in einer Zeit des Umbruchs. Du musst entscheiden, was du willst, was dir wirklich wichtig ist. Du kannst ein heiliges Leben führen, von Konferenz zu Konferenz laufen, einen Haufen Geld ausgeben, aber wenn deine Gesinnung sich nicht ändert, dann ist es doch alles umsonst. Auf dein Herz kommt es an. Wie sieht es darin aus? Was sind deine tiefsten Beweggründe und Motivationen? Geht es dir nur um deinen guten Ruf oder darum, Gott wirklich gehorsam zu sein? Wir dürfen uns nicht täuschen. Selbst unsere frommsten Aktivitäten in der Gemeinde, die jeder lobt, können falsch sein, wenn unser Herz dahinter nicht stimmt, beziehungsweise wenn Gott eigentlich möchte, dass wir etwas anderes tun. Mir hilft es immer wieder, bewusst mich für den Gehorsam für Gott zu entscheiden. Ich bete dann, Herr, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auf null reduzieren, aber, und das ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen, kannst sagen, Millionen Menschen, und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. So, ich sage es euch, und dieses Gebet macht mich frei wie ein Adler. Ich würde auch hier alles loslassen und dorthin gehen, wo Jesus mich hinschickt, wenn er zu mir sagen würde. Aber solange er es nicht sagt, muss ich hier schauen, dass alles zu seinem Gefallen läuft. Ich besitze gar nichts. Denn wenn du etwas besitzt, bist du sehr in Gefahr, besessen zu werden. Aber ich bin verantwortlich für alles, dass es gut läuft. Dass die Menschen in Frieden leben hier und dass wirklich wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Wenn Gott mir jetzt etwas schenkt, zum Beispiel Land in Afrika, Finanzen und so weiter, alles ist nicht mein Besitz. Ich habe zwar die Unterschriften auf vielen Papieren, aber Gott ist der Besitzer dieses Werkes. Ich bin nur der Verwalter. Ich hänge mich nicht daran, mir kann schon alles wegnehmen, nur nicht Jesus Christus. Beraubt man mich der Dinge, die Gott mir schenkt, wird sich meine Identität nicht ändern. Meine Identität ist nicht in den vielen Häusern, die wir gebaut haben, in den tausenden Kindern, die wir geholfen haben, sondern meine Identität ist in dem, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Und das bleibt, dabei bleibt es. Das macht mich frei, extrem frei. Ich schlafe wie ein Baby. Wenn ich auf Reisen bin, dann sage ich immer wieder, Herr, wenn ich in Europa bin, aber jetzt bin ich ja schon lange nicht mehr gewesen und wer weiß, wenn ich das nächste Mal wieder reisen kann, man kann ja jetzt über YouTube die Welt erreichen. Außerdem wurde uns jetzt eine Fernsehstation versprochen, die weltweit Sendungen gibt und auch eine Radiostation. Ihr Lieben, ich sage, lieber Vater im Himmel, wenn ich weg bin, kümmerst du dich um dein Werk in Afrika? Ich will alles wieder in bester Ordnung vorfinden. Und er tut es. Übertrage die Verantwortung deines Lebens in die Hände Gottes, für deine Kinder, für deinen Betrieb, für alles. Übergib es Gott. Ich sag's euch, Gott ist der beste Manager von allem. Und meine Leute wissen, sie haben zum Beispiel jetzt durch diese ganze Krise, wir konnten alle 1000 Mitarbeiter durchbezahlen, durch alle Monate, obwohl viele zu Hause waren. Aber Lehrer zum Beispiel wurden plötzlich willig, im Garten zu arbeiten, in der Landwirtschaft. Es war wunderbar, wie der Herr die Herzen freigemacht hat, nicht mehr sich über das, was sie tun, zu identifizieren, sondern über das, was sie sind. Die haben ihnen gesagt, jetzt, wo ihr im Garten arbeitet, ist das erste Gebot, die Erde zu kultivieren, die Erde zu fruchtbar zu machen. Und mit Freude arbeiten sie jetzt im Garten. Vor diesem Covid-Schwindel hätte man keinen Lehrer dazu gebracht, mit einer Haue im
Garten zu arbeiten. Das wäre unter ihrer Würde gewesen. Aber jetzt tun sie es mit Freuden. Und wir konnten alle durchbezahlen. Und sie sagen alle, wir wissen, die Hand Gottes ist auf diesem Werk. Gott ist der Chef dieses Werkes, nicht die Mama Maria. Das entlastet mich sehr. Weiter ein Zeugnis für das Reich Gottes sein wird, auch wenn Gott mich heimholt. Das habe ich schon ein paar Mal gehört und das tut mich sehr beruhigen. Denn wisst ihr, alles, was Gott anfängt, erstens wird es international und zweitens vollendet er es. Ich möchte euch ermutigen, Gott hat so einen großen Plan für dich. Aber du musst dein Leben bedingungslos in seine Hände geben und ihm vertrauen und die Wenns ernst nehmen für dein Leben. Dann wirst du erfahren, dass Gott dich segnet ohne Ende. Ich vertraue, dass du den Mut bekommst, dein Leben loszulassen. Ich kann mich erinnern, vor Jahren hat mir jemand gesagt, ich muss mein Leben loslassen. Da habe ich zu Gott gesagt, Herr, ich übergebe dir mein Leben. Ich gebe es in deine Hände. Ein paar Monate danach habe ich geheult. Herr, ich verliere Kontrolle über mein Leben. Und er sagt, ja, wenn ich es übernehmen soll, musst du die Kontrolle verlieren. Amen. Lass los und lass Gott am Zentrum deines Lebens sein. Du wirst sehen, er wird es viel besser machen, als du es dir je hättest vorstellen können. Ich bin ein Zeugnis dafür. Und das nächste YouTube, das ich jetzt am Donnerstag mache, ich fange jetzt an mit vielen Zeugnissen von Lebensberichten, wo Gott aus Menschen, die eigentlich keine Hoffnung hatten, etwas Wunderbares gemacht hat. Und so wartet auf die nächsten YouTubes. Gott hat jetzt einen jungen Mann in mein Leben gebracht, der einer der bekanntesten Sänger Ugandas, aber auch Afrikas ist, sogar weltweit ist er schon bekannt. Und der war 17 Jahre Straßenjunge. Und heute ist er der beliebteste Sänger, weit und breit. Und jetzt will er voll und ganz nur mehr Gott dienen. Freut euch darauf. Ich werde euch Lebenszeugnisse bringen, die euch Mut geben, ganz gleich in welcher Situation du bist. Ich wünsche dir einen herrlichen Tag. Du bist geliebt, gewollt, geschätzt, wunderbar gemacht. Und Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Wenn du in seinen Wenn wandelst, wirst du es erleben. Shalom, shalom.